Willkommen hier zu diesem neuen FIFA 21 Video und heute gibt es einen Mix aus Trading, SBCs und News zu FIFA 21. Also ganz viel Spaß mit dem Video, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und zu Beginn des Videos habe ich mich nicht lumpen lassen. Wir machen die 85 plus SBC, auch wenn sie schon sehr, sehr teuer ist. 85er Rating gibst du ab und einen Inform eben und dafür bekommst du eben 5x 85 plus Spieler. Wir schauen einfach direkt mal, ob sich diese SBC überhaupt lohnt. Wir haben übrigens die Maria überteuert verkauft und Chilwell, die Maria, Freunde, müsst ihr überteuert auf eure Liste geben, der ist absolut krank, aber jetzt ab ins Pack hinein. Let's go, wir schauen rein, was wir hier bekommen. Freunde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was habt ihr aus dieser SBC bekommen. Wir hoffen natürlich, dass es ein Walkout ist, ja, es kann theoretisch auch keiner sein. Es ist sogar eine Special Card, okay, sehr, sehr nice. Das ist Ziyech, ist das Ziyech? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, müsste Ziyech Wants to Watch sein. Ich weiß jetzt nicht, kann da jetzt noch ein höher gerateter dahinter sein, der Non-Special Card ist? Ich glaube nämlich eigentlich schon. Schauen wir einfach mal rein, 87er und dahinter 4,85er. Jetzt weiß ich auch, warum ich diese SBC so lange nicht gemacht habe. Perfekt, Digga. Gut, dann machen wir direkt mal weiter mit dem Thema, was ich echt nicht mehr hören kann. Icon-SBCs. Das ist das schlimmste Thema gefühlt seit den letzten Wochen. Wieso? EA bringt es einfach nicht. EA bringt einfach diese SBCs nicht. So komisch. Normalerweise eigentlich immer Sonntag oder Montag Icon-Content und jetzt seit zwei Wochen einfach gar nichts. Also wir haben wirklich keine einzige Icon-SBC aktuell am Start, was wirklich ganz, ganz komisch ist. Deswegen gehe ich immer noch trotzdem stark davon aus, dass wir bald eine richtig dicke SBC bekommen. Es geht gar nicht anders. EA kann jetzt nicht einfach keine Icon-SBCs mehr bringen. Also sie werden Icon-Pick oder Icon-Pack, irgendwas müssen sie in den nächsten Tagen bringen. Ich kann es mir echt nicht anders vorstellen. Deswegen werde ich weiterhin in meinen Investments drinnen bleiben und ich würde euch jetzt tatsächlich empfehlen zu investieren. Wieso? Da, wenn alle Panik haben, müsst ihr cool bleiben und da könnt ihr investieren. Wenn alle verkaufen, müsst ihr kaufen und jetzt haben sehr viele verkauft, das heißt, ihr solltet nachkaufen. Das kann natürlich auch nach hinten gehen. Wenn die Icon-SBC halt nicht rauskommt in den nächsten Tagen, dann könnten die Rated-Karten noch weiter droppen. Aber ich denke, wie gesagt, dass es kommt und die Spielerpreise sind halt wirklich krass gefallen und das sind schon wirklich jetzt sehr, sehr angenehme Einkaufspreise. Also schauen wir uns das Ganze einfach mal ganz kurz an. Hier die 87er bei 33k, also das ist wirklich ein Traum-Einkaufspreis, sogar noch günstiger. Hier 32k, wirklich, wenn ihr die unter 31k erbieten könnt, ich bin mir da relativ sicher, dass ihr da Gewinn macht. Natürlich, ihr habt ein gewisses Restrisiko, wenn die SBC einfach nicht kommt mehr in FIFA, wenn keine Icon-SBCs mehr kommen, ja gut, dann werdet ihr auch die Spieler nicht mehr verkaufen können. Zudem kann es natürlich sein, dass die Rated-Karten überinvestiert sind. Das kann auch sein, aber es gibt gerade nicht wirklich was anderes, wo du rein investieren kannst, deswegen musst du fast in Rated-Karten gehen. 88er auch extrem gesunken, ja, teilweise jetzt schon auf 44k, das ist wirklich Wahnsinn. Aber die Leute gehen eben davon aus, dass jetzt irgendwie nichts mehr kommt, gefühlt. Deswegen sinken die Preise extrem. 89er würde ich unter 53k easy einpacken. 90er auf 70k, die waren bei den Icon-SBCs damals bei 120 circa. Ein Oblak bei 84k und eben auch 86er sind extrem gefallen. 85er könnt ihr beispielsweise auch unter 13k einfach erbieten. Ihr kriegt die gut erboten, weil eben gerade viele verkaufen, weil viele Angst haben, weil viele das Kapital wieder brauchen. Und deswegen ist jetzt ein relativ guter Zeitpunkt, um einzukaufen. Auch 84er, ja, unter 6,5 einfach erbieten, 83er unter 1k würde ich mitnehmen, aber der Zeitpunkt gerade ist sehr, sehr gut, das ist die Ruhe vorm Sturm, hoffentlich kommt der Sturm, also die Icon-SBCs, hoffentlich kommen die und vor allem Team of the Season kommt auch bald raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass EA jetzt bald nochmal richtig kranke SBCs droppt. Wenn EA das nicht macht, dann werden die Spiele auch nicht steigen. Das gewisse Risiko haben wir alle. Ich bin auch immer noch in Investments drinnen. Bin viel zu teuer reingegangen. Bin bei 88ern für 55k drinnen. Bei 87ern für 37k. Beziehungsweise 35 bis 37k. Also es geht noch, aber teilweise zu teuer eingestiegen. Ihr müsst damit leben können, wenn ihr Verlust macht. Ich glaube aber, wenn ihr jetzt reingeht, dass ihr eher Gewinn machen werdet. Was ganz, ganz viele nämlich auch nicht wissen, ich zoome euch das mal kurz hier ran. Es gibt einen Quellcode, wo das eigentlich schon drinnen steht. Und das ist ein Quellcode, der schon etwas älter ist. Aber ihr seht es hier, es wird irgendwie ein Store-Pack geben, wo ein Icon-Moment-Spieler drinnen ist. Und das ist dann in den meisten Fällen eben eine SBC. Also das ist sehr wahrscheinlich eine SBC, die rauskommen wird, wo man dann einen Icon-Moments-Spieler bekommt. Und wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass EA sowas nicht bringt. Also EA wird einen Pick bringen oder ein Moments-Pack. Es geht gar nicht anders. Ja, irgendwas müssen sie bringen. Und ich werde euch jetzt nochmal kurz einen Text zeigen, den ich lustig
es, ja, ich darf das Wort nicht sagen, sonst wird es demonetarisiert. Auf jeden Fall, das Bild muss ich euch zeigen, das hat EA am Anfang von FIFA gepostet und bitte gönnt euch das jetzt mal mit mir. Das ist hier ein Screenshot von der Anfangsphase von FIFA 21 und da haben sie gesagt, ja, sie werden beim Icon-Content eben sozusagen das so machen, creating the most comprehensive, accessible and exciting Icon Program ever. Das heißt so viel wie, Icon-Programm wird in FIFA 21 ganz, ganz wild. Das ist dieser Text und das ist wirklich das Beste, was es jemals gab. Perfekt, seit 3 Wochen gefühlt keine Icon-SBCs bekommen, aber natürlich bester Icon-Content. Man muss dazu sagen, das zählen natürlich die Spieler-Icons auch dazu, aber Boys, daran hat sich EA nicht ganz gehalten. Lustiger Fun-Fact, sie haben am Anfang von FIFA auch gesagt, dass es bei den Team of the Week Karten so sein wird, dass einzelne Stats nur verbessert sein werden. Das ist auch nicht passiert. Team of the Week Karten sind so wie immer gekommen. Also wenn EA euch was verspricht, dann glaubt am besten nicht daran. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem Team of the Season. Das Team of the Season wird sehr wahrscheinlich am 23. starten. Das heißt, das ist dann eben der Freitag hier. Und angeblich wird es eben am 16. keine Promo geben. Das wurde hier eben gepostet. Diesen Leak gibt es von mehreren Leakern. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn einer das postet, dann kopieren das sehr, sehr viele und dadurch entstehen sehr schnell Gerüchte oder falsche Leaks. Aber das sollte stimmen. Wenn wir wirklich kein Event bekommen am Freitag, wäre es natürlich schade. Ist aber eher auch ein Grund dafür, warum wir eine Icon-SBC bekommen sollten. Vor allem auch, weil die 85+-SBC ja da war. Und nach der 85+-SBC kam beim letzten Mal der Icon-Pick. Auch das nochmal für euch als Notiz. Hier ein kleiner Team of the Season-Ausschnitt vom Timo. Sehr cooles Design, einfach aus der Bundesliga, so könnte ein Team of the Season dann eben ungefähr aussehen. Dann haben wir hier einen weiteren extrem geilen Leak und zwar wird endlich wieder Footies zurückkommen in FIFA 21. Das kommt leider relativ spät immer, also das kommt erst im Sommer, aber so wird das Ganze dann ungefähr aussehen. Das ist jetzt nur ein Probedesign, also das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie schon safe ist. Das ist einfach von einem Designer erstellt. Aber Footies, ich glaube, ihr kennt das alle, das sind dann immer die beliebtesten Spieler aus FIFA 21, jetzt in dem Fall eben. Und die bekommen dann ein Special Team mit Besonderheiten einfach. Das ist wirklich ein geiles Event. Das sind diese ganz pinken Karten, ihr kennt die, glaube ich, eh alle. Und das wird dieses Jahr wieder zurück am Start sein. Okay, zum Abschluss des Videos schauen wir nochmal ganz kurz in meine überteuert verkaufen Sachen rein. Ihr seht hier 11.04. sehr viel verkauft. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Ich wusste nur nicht, wann das genau war. Deswegen habe ich dann eben einfach einen Tag dafür reingenommen. Ist auch egal, es geht nur um die Gewinne rechts. Und schaut euch einfach mal an, die Maria beispielsweise, extrem gut, der ist innerhalb von ein paar Stunden weggegangen. Ich kann euch den sehr empfehlen. Ich habe den auch bei einigen Leuten aus meiner Community gesehen, dass die den eben überteuert verkaufen. Habe den dann selber probiert und der ist wirklich sehr, 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 sehr cool. Chilwell eben auch, ein guter IV-Spieler und ansonsten schaut euch da einfach mal um. Beispielsweise Ramos Inform ging auch sehr, sehr gut. Ings Headliner geht eigentlich immer, Diaby geht immer, Marcelo geht immer, Mondi geht sehr, sehr gut, der von Manchester City natürlich. Und versucht da wirklich einfach auch die aktuellen Karten mit reinzunehmen, also vor allem auch aus dem aktuellen Team of the Week, einfach einen Lingard beispielsweise mit reinnehmen auf die Liste. Das sind alle Spieler, die ganz gut funktionieren, oder Kostic. Nehmt da einfach ein bisschen was rein, es geht wieder aktuell besser. Und ich habe auch eben, wie gesagt, selber nicht so viel nachgekauft in letzter Zeit, aber trotzdem habe ich guten Gewinn gemacht. Also hier mit Ramos beispielsweise für 140 gekauft, für 220 verkauft. Das sind einfach mal 70.000 Münzen Gewinn. Also das ist schon wirklich, wirklich wild. Und das einfach nur durch passives überteuert verkaufen. Also ihr merkt, ihr müsst gar nicht aktiv traden, könnt trotzdem guten Gewinn machen mit überteuert verkaufen. Genau, wir posten dann auch im Discord eben diese ganzen Sachen immer rein. Das heißt, ihr seht da auch dann direkt, okay, so und so habe ich die Spieler verkauft. Und dann schicke ich euch danach immer so eine Liste rein, okay, die Einkaufspreise, die Verkaufspreise, also das, was ich euch jetzt gezeigt habe, seht ihr dann eben auch im Discord. Gerne mal vorbeischauen im Mitgliederbereich, ja, Kuss geht raus an alle, die da reinkommen mit einem Twitch Prime Sub, können nämlich komplett kostenlos in den Discord. Wir posten natürlich jetzt vor allem im Sommer nicht mehr so viel, weil halt wir selber alle nicht mehr so viel am Traden sind. Also umso länger FIFA geht, umso weniger tradet man dann halt irgendwann. Und ja, wir können trotzdem eben komplett kostenlos rein, wenn ihr halt Twitch Prime habt, deswegen, falls ihr Bock habt, euch das nochmal anzuschauen, könnt ihr gerne reinkommen. Vor allem, wir haben halt auch eine Liste, also eine Trading-Vorlage, also das, was ich euch gerade gezeigt habe, das haben wir als Vorlage selber gebastelt. Und da könnt ihr dann eben alles immer eintragen und dann seht ihr da immer die ganzen Gewinne. Beispielsweise hier seht ihr dann eben auch
die ganzen Tagesgewinne. Wie gesagt, ich habe das aus den letzten Tagen zu einem Tag zusammengefasst und dann auch das Tagesergebnis, wer hat sich am meisten verkauft und so weiter. Das ist eine wirklich coole Vorlage, die ihr da eben nutzen könnt, und ihr habt dann auch noch Guides, also Anleitungen, wo ihr erklärt bekommt, wie so diese Basic-Methoden gehen, aber auch die Beat-Methode beispielsweise, wo mich viele immer fragen und so weiter, oder wie man Sniping-Spieler richtig findet. Das ist halt alles im Discord, also auch wenn wir dann nicht mehr ganz so viel posten, findet ihr halt trotzdem die Sachen, die ihr braucht, und ihr habt natürlich Leute, mit denen ihr euch auseinandersetzen könnt, also eben euch austauschen könnt, und ich antworte euch auch auf jede Frage. Also Freunde, könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen, Link ist in der Videobeschreibung. Und damit war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, vergiss den Daumen nach oben nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes, bis dann und ciao, ciao.